Wir machen heute Hundekekse und dafür benötigen wir eine Dose Thunfisch, 125 Gramm Dinkelvollkornmehl und ein Ei. Aber wir nehmen heute zwei Eier, da wir eine Hundeparty feiern werden. Aber auch doppelte Thunfisch, ne? Doppeltes Thunfisch und doppelter Dinkelvollkornmehl. Genau, also alles doppelt, weil Hayley hat Geburtstag. Und Hayley machen wir Hundekekse, weil da kommen Gäste. Für wen hast du denn die Hundekekse gemacht? Für die Hayleys liebsten Freunde kommen, Nala und Mini. Auch große Hunde. Und deswegen brauchen wir auch sehr viele Hundekekse. Sehr viele Hundekekse. Also ihr seht die Hayley leider nicht, aber die steht da vorne und beobachtet uns ohne Ende. Die denkt sich einfach nur, fangt endlich mal an. Ich glaube, Hayley möchte ein bisschen Thunfisch haben. Willst du Thunfisch haben? Komm her. Komm her. Sag mal hallo. Komm her. Ja, das ist bald das Geburtstagskind. Guck mal, du kriegst ein bisschen Thunfisch. Ist der denn gut? Ist leckerer Thunfisch. Aber jetzt muss ich erstmal wieder Pause machen. Jetzt machen wir Kekse. Ja, wir machen Kekse. So ist fein. So ist noch feiner, mach's jetzt schön. Weißt du eigentlich, wofür man Dinkelvollkornmehl braucht bei Hundekeksen? Achso, ich wollte gerade sagen beim Backen, aber du machst ja keine Hundekekse. Nee, die sind besser verdaulicher für Hunde und viele vertragen das dann auch besser. Ist nämlich jetzt seit einem Jahr Hundemama. Und ja, die Hayley wird da echt verwöhnt und die kriegt dann zwischendurch auch wirklich Hundekekse. Also ich finde es gut. Verwöhnung? Das liegt eher an Oma und Opa. Sie, alles muss gekauft werden. Aber kein Spielzeug, aber die kriegt leckeres Essen. Ja. Kriegt leckeres Essen. Genug. Allerdings mache ich die Hundekekse im Backofen. Und wo drin machst du die? Im Omnia. Also ist wirklich möglich. Wir haben das schon mal gemacht. Man kann die wirklich im Omnia machen. Ich probiere ein paar im Omnia aus und sie macht dann, weil es ist eine Riesenladung. Falls wir mal unterwegs sind und Hundekekse brauchen. Sind ja viele genug dabei, die Zweibeiner dabei haben. Habt ihr ein Omnia? Habt ihr Thunfisch, Eier und Dinkelvollkornmehl? Man braucht ja nicht so viel. Dann könnt ihr Hundekekse machen. Zeigen wir euch jetzt. Ja. Du fängst an. Ich fange an. Für unsere Hundekekse beginnen wir erst mit dem Thunfisch. Den Thunfisch tun wir in die Schüssel rein, wo bereits auch unser Dinkelvollkornmehl ist, tun danach auch sofort die Eier rein und zermatschen das alles zu einem schönen, plumpigen Teig. Wenn euch das zu fest ist, könnt ihr einfach mit einem Schuss Sonnenblumenöl den Teig ein bisschen lockerer machen, sodass er nicht ganz so hart ist. Und wir beginnen jetzt, da wir keine Form besitzen, die wir dann irgendwie hübsch machen könnten, die Kekse, rollen wir die einfach zusammen zu einem kleinen Kügelchen und dann gehen sie auch schon ab in den Ofen. Ja, ich mache das Ganze dann im Omnia-Backofen und zwar benutze ich dafür die Silikonform, das Aufbackgitter und lege auf dem Aufbackgitter eine zugeschnittene Dauerbackfolie, weil dadurch sind dann diese Kekse gleichmäßiger bei Ober- und Unterhitze und die Kekse würden sich halt sonst durch das Gitter durchbacken, deswegen die Dauerbackfolie. Das ist eine ganz normale Dauerbackfolie, ich verlinke euch die mal in der Beschreibung, die könnt ihr im Internet kaufen oder manchmal gibt es die auch im Discounter. Und die wird einfach nur in Größe der Backfolie zugeschnitten. Ja, ich rolle jetzt auch ein bisschen. Bei dir brauchen die, wie viel lange brauchen die Backofen? Wir haben die Kekse gleich für 45 Minuten bei 180 Grad im Ofen. Okay, ich gucke dann mal, meistens ist das ja ungefähr die gleiche Zeit, aber ich gucke mal nach 30 Minuten rein, wie es im Omnia ist, weil da kann ich euch echt noch gar nicht sagen, wie lange die brauchen. Wir haben die zwar letztes Mal gemacht, aber da habe ich auch ein bisschen reingespickt und ich muss echt sagen, ich habe die Zeit vergessen. Ich leider auch. Ja. Aber es waren super Kekse. Hayley haben sie geschmeckt. Guck, ob sie heute schmecken. Hoffentlich. Ist Geburtstag, ne? Ja. Ja, da gibt die müssen Mühe. Perfekt sein. Richtig schön müssen die gerollt werden. Und genau, gleichmäßig. Und für große Hunde. So? Einen Keks machen wir jetzt. Oh ja. Wir rollen jetzt erstmal ein bisschen. Nicht durch die Gegend, sondern den Teig. So, ich mache die Hundekekse genauso wie Kuchen auf kleiner Flamme. Ich gucke nach 30 Minuten mal rein, wie sie dann geworden sind. Und die richtige Zeit sage ich euch dann gleich am Ende, wenn die dann fertig sind.
Und wie lange waren die drin? 45 Minuten. Okay, auf wie viel Grad? Auf 180 Grad bei Ober-Unterhitze. Ich war auf 45 Minuten, auf kleiner Flamme. Ihr habt, also im Omni habe ich jetzt ein bisschen wenig drin gemacht. Ne? Da habe ich ein bisschen wenig drin gemacht. Ihr könnt die also wirklich sehr dicht beieinander legen. Die gehen ja nicht auf. Und die sind auch hart. Und dann Kekse. Sind sie, genau, Kekse. Und dann sind sie gut. Ja, ich glaube, wir müssen Haley mal probieren lassen. Ja, ich würde mal auch gucken, wie der Unterschied ist, ob beide auch gleich aussehen oder nicht. Gute Idee. Der Plan ist gut. Das wäre eine Idee. Pass auf, ich hole ein Brett. So. Brett, Messer. Hier. Ja. Du hast die Finger auf. Das ist der aus dem Ofen. Und das ist der aus dem Omnia. Ich würde sagen, der Omnia ist besser. Echt? Ja, sieht doch super aus. Sieht super aus, ja. Aber ich finde die beide gleich gut. Ja, stimmt. Beides möglich. Ihr könnt eure zwei Beine also auch richtig toll im Urlaub verwöhnen. Könnt ihr. Jetzt brauchen wir erstmal einen Experten, willst du probieren? Probierst du? Oh, nee, danke. Wo ist der Experte? Experte, guck mal hier. Steht schon parat. Komm her. Wir brauchen dich. Guck mal hier. Was sagst du dazu? Gar nichts. Kannst nicht essen, ne? Guck mal hier. Sie verliert nur die Hälfte. Ja, hier. Ach, da hinten ist noch mehr. Ich glaube, schmeckt. Ja. Ich glaube, schmeckt. Haley, schmeckt? Also ich würde sagen, die Party kann beginnen. Ja, wir feiern Geburtstag. Nicht jetzt, aber bald. Demnächst. Genau, demnächst ist gut. Ja, okay. Ja, ich hoffe, euch hat man mal dieses etwas ungewöhnliche Rezept überzeugt. Aber ich weiß, dass ihr ganz viele Zweibeiner dabei habt. Und ist vielleicht mal eine nette Idee. Hm? Würdest du unterwegs machen? Auf jeden Fall. Also wenn kein Käse da ist, wir müssen Kekse einhalten. Ja, wir haben so ein kleines Käsemonster. Haley ist ein Käsemonster. Haley liebt Käse, liebt Frischkäse. Käse. Einfach Käse. Ja, sie ist Gott sei Dank nicht laktoseintolerant. Ja, von daher sagen wir jetzt mal, das Rezept werdet ihr auf meinem Blog finden. Und ja, bestimmt auch mit Fotos von Haley. Und wir sagen bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüsschen.